Und das ist schon der Global Scaling Kettenbruch, wenn man den mathematisch aufschlüsselt, ja. Dann kommt man genau zu diesem Fraktal. Ja, und das ist das Muster, das dem Universum hinterlegt ist. Ja. Na, ich habe nicht ganz so viel raschelnd vielleicht. Achso, Entschuldigung. Aber, okay, das heißt, über diesen Kettenbruch kommt man überhaupt zu diesem Global Scaling Fraktal. Das ist also diese eingefärbte Linie, die man da immer wieder sieht, mit auf der logarithmischen Skala aufgetragen. Dort sieht man dann die Häufungspunkte, dort sieht man dann die Maxima und die Minima, und auf diesen Maxima und Minima spielen sich dann immer interessante Sachen ab. Entweder liegen auf den Minima die optimalen Keilriemenlängen oder auf den Maxima liegen Planetenmassen oder auch subatomare Massen oder Frequenzen, die Menschen wahrnehmen, also jetzt aus der Wahrnehmungstheorie. Ja. Und das ist, also wenn man das wirklich begriffen hat, dann ist es absolut erstaunlich. Dass es also tatsächlich empirisch, ich meine, ich muss es natürlich jetzt euch Global Scaling Wissenschaftlern glauben, ja, aber dass man also wirklich empirisch durch Messdaten beweisen kann, dass all diese Prozesse diesem Gesetz oder diesem natürlichen Logarithmus gehorchen, beziehungsweise eben diesen Häufungsverteilungen, die man über diesen Kettenbruch kriegt. Wirklich erstaunlich. Im Kompendium sind ja also auch Größe der Himmelskörper, sind so einige Kommentare zu einer Skaleninvarianz, wie man sie in der Natur findet, gegeben. Nicht? Größe von Himmelskörper, auch die Orbitalelemente findet man da. Oder man kann ja, also es gibt einfach ganz viele Bereiche, wo diese ganze... Ich suche da gerade was. Ja. Vielleicht, wie du vorher gesagt hast, alle Bereiche eigentlich. Ja, alle Bereiche, aber ich versuche immer möglichst passende Beispiele herauszusuchen. Aber wenn man im... Taktfrequenzen der CPUs zum Beispiel habe ich sehr interessant gefunden. Die liegen auch auf Knoten des Global Scaling-Fraktals. Die entscheidenden... Geräte in der Entwicklung liegen auf Knoten. Also 433 MHz zum Beispiel, hat es mal eine ziemliche Generation gegeben von Rechnern, liegt auf einem dieser Maxima in dem Fall, glaube ich. Ne? Ja. Also, und das ist ja das Lustige, also völlig unterschiedliche Dinge. Und was ich vorher einer Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe, ist, eben unsere Wahrnehmung scheint auch dieser Gesetzmäßigkeit, ich meine in dem Sinne gesetzmäßig, es ist eher ein Muster, das sich einfach fraktal wiederholt, aber auch unsere Wahrnehmung scheint da irgendwie damit in Verbindung zu stehen, weil ja der goldene Schnitt zum Beispiel, der so direkt umgelegt werden kann auf Global Scaling und auf den Kettenbruch, der also einer der Lösungen ist, das ist ja auch etwas, das wir sehr angenehm wahrnehmen. Ne? Und lustigerweise ist da quasi die direkte Parallele dann zu Global Scaling. Das finde ich wirklich erstaunlich. Ja, ja, also wenn man... Ich wiederholen, aber es ist also so. Ich finde es wirklich erstaunlich. Gleich im Kompendium ist gleich neben dem, auf Seite 21, ist gleich neben den Taktfrequenzen von Intel-Prozessoren sind die neurophysiologischen Rhythmen. Und da sieht man auch, dass diese Bereiche, die wir eingeteilt haben in Alpha, Beta, Gamma, Bereiche, die verschiedenen Wahrnehmungsbereiche des Menschen, dass die auch mit dem Global Scaling Fraktal unglaublich übereinstimmen. Also für mich jetzt nicht mehr unglaublich, aber doch, und vielleicht da ein auch sehr anschauliches Beispiel, da in das Bild 3, das du da drinnen hast. Ja, also Bild 3 auf der Seite Bilder zur Sendung. Ja, ja, das zeigt das Global Scaling Fraktal in einer Zeit, also in Jahren. Ganz links sind es zwar noch Monate, wo das kleine M dabei steht, aber wir haben dann oben stehen, bei 2 Jahren gibt es einen Hauptknoten, bei 8 Jahren, bei 37 Jahren und dann den nächsten bei 167 Jahren. Und wenn man sich das also anschaut, dann stellt man fest, und ich sage jetzt noch einmal ganz wichtig, es gibt keine guten und keine schlechten Bereiche, aber diese Bereiche haben unterschiedliche Eigenschaften, und wir haben alle schon erlebt in unserem Leben, dass wir manchmal
wirklich reinarbeiten wie die Wilden und es kommt nichts dabei heraus. Ja. Und zu einem anderen Zeitpunkt, dann nehmen wir das eher locker und die Dinge kommen daher wie von selbst. Nicht? Das heißt, im Leben eines Menschen, gewisse Zeiten haben verschiedene Qualitäten. Das ist so. Die Zeit läuft ja auch fraktal ab und nicht linear nach dem Kirchturm. Ganz ein interessanter Punkt, auf den ich noch kommen möchte. Und in diesem Global Scaling Fraktal, das ist also mit Jahren beschrieben. Und der einzige Hauptknoten, der sich im Arbeitsleben eines Menschen befindet, ist bei 37 Jahren, wenn man das anschaut. Nicht? 167 erreichen die wenigsten und der vorige Hauptknoten unter 37 Jahren ist bei 8 Jahren, da arbeitet auch noch niemand. Nicht? Und ich kenne keine Mutter, die, wenn ihr Kind, nein, ich möchte woanders anfangen, ein Hauptknoten hat die Eigenschaft, dass die Ereigniswahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Also es passieren viele Dinge, ohne Wertung, aber also das können positive und negative Dinge sein. Also es gibt viele Hochzeiten und viele Scheidungen, viele Firmengründungen, viele Firmenpleiten. Aber es passiert auf jeden Fall viel. Und ich kenne also jetzt keine Mutter, die gibt natürlich auch viele Krankheiten, die man statistisch erfassen kann. Aber ich kenne keine Mutter, die, wenn ihr Kind mit 2 oder mit 8 Jahren im Bett liegt, irgendwie krank ist, dass sie die Sozialversicherung anruft. Kenne ich nicht. Also, und wenn man sich dann das nächste Bild, das also mit Global Scaling prinzipiell nichts zu tun hat, sondern eine Statistik ist, die vom Bundesamt für Statistik in Deutschland erstellt wurde, anschaut, dann sieht man da, dass zufällig bei genau 37 Jahren das Maximum an Krankheiten herrscht. Nach unten hin wird das also ein bisschen unscharf, weil eben keine Mutter die Sozialversicherung oder das Bundesamt für Statistik anruft, wenn ihr Kind krank ist. Und nach hinten hin interessiert es also die Leute auch weniger, aber man sieht noch vor, zwischen 60 und 65 sieht man noch den typischen Vorpensionierungskrankheitsfall, der sich dann natürlich auch abbildet. Das hat mit Global Scaling nichts zu tun, aber das Maximum bei 37 Jahren ist meiner Meinung nach nur schwer mehr mit einem zufälligen Übereinstimmung zu erklären. Das heißt, das ist nämlich noch ein sehr interessanter Punkt an dem Ganzen. Diese Skaleninvarianz bezieht sich auch auf die Zeit natürlich und somit kann man dann eben, so wie es da im dargestellt ist, im Bild 3, quasi die Lebenszeit eines Menschen sich anschauen, wo befinden die Maxima, wo befindet also die größte Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwas tut und wo tut sich eher nichts. Und auch das lässt sich dann an Statistik nachweisen. Wirklich erstaunlich, muss ich sagen. Alles. Ja. Ich kann es nur immer wiederholen, alles. Es hat, nachdem das Global Scaling eigentlich eine, ja, nach... Wenn das kein Beweis für die Midlife Crisis ist, schreibt da jemand. Ja. ja, es ist eigentlich eine, geht von der Protonenresonanz aus und nachdem sich alles, was sich in diesem Universum manifestiert hat, massemäßig zu 99,9995% aus Protonen besteht, kann sich niemand und nichts dieser Protonenresonanz entziehen. Und deswegen bezieht er sich auf alles. Also es ist an Dreh- und Angelpunkt dieser Realität sitzt quasi diese Gesetzmäßigkeit und beeinflusst somit alles. Das heißt also, und wenn man jetzt sagt, die Zeit ist fraktal, du hast schon einen sehr interessanten Begriff erwähnt, Zeitqualitäten, dann würde sich somit also auch erklären, wie diese Verteilung über das Zeitalter eines Menschen, also über das Leben eines Menschen zu beobachten ist,
aber auch über das Leben einer Sonne zum Beispiel, das über mehrere Milliarden Jahre geht, und letztendlich doch auch über die Zeit, also über das Universum an sich. Das heißt, wenn so ist, also mit dem Urknall quasi Raum und Zeit entstanden sind oder vielleicht eher wieder entstanden sind in einer Oszillation, die halt sehr lange dauert, wie auch immer. Ab diesem Zeitpunkt Null läuft quasi dieses Fraktal los, das also jetzt und somit sind dann irgendwie die Zeitqualität noch erklärbar, weil eben zu bestimmten Zeiten eine Verdichtung ist. Jetzt Frage, da drängt es jetzt wirklich auf, obwohl ich es ein bisschen vermeide, aber 2012, ist das in irgendeiner, hat sich das schon mal jemand angeschaut, ob, kommt jetzt darauf an, wo man den Nullpunkt festlegt, aber liegt das irgendwie auf einem Maximum oder einem Minimum? Ja, es gibt einen Kollegen von mir, der ein Spezialist für den Maya-Kalender ist. Werner Neuner vielleicht, zufällig? Oder? Nein, es ist nicht der Werner Neuner. Okay, ja. Und der hat sich sehr eingehend mit dem Maya-Kalender und mit der Übereinstimmung mit dem Global Scaling Fraktal beschäftigt und hat da sehr wohl Übereinstimmungen gefunden. Sehr wohl. Es ist natürlich sehr schwierig, da den Anfangspunkt festzulegen. Ja, das denke ich. Also bei einem Menschen weiß ich, wann er geboren wurde und damit kann ich also sehr genaue Vorhersagen treffen. Ja. Und bei einer Maschine weiß ich, wann ich sie produziert habe oder in Dienst stelle. Und man kann aber auch auf diesem, wenn ich noch einmal auf dieses Bild mit den Rhythmen, mit den Jahresrhythmen hinweisen darf, vor dem Hauptknoten ist also aufbauend und nach dem Hauptknoten ist es also eher das Gegenteil. Und wenn man sich da anschaut, dass ein Hauptknoten bei 5 Monaten liegt und ein bisschen was und einer bei 2 Jahren, dann wird man auch feststellen, dass die Garantiezeiten, die haben ja das auch beobachtet, wann wird eine Maschine dann wann passiert am ehesten was in der Defektrichtung und da macht man natürlich die Garantiezeit genau bis dorthin. Interessant. Ja, die Menschen sind ja nicht, es arbeitet sich sowieso jeder hin, weil wenn man sich heute eben die Keilriemen anschaut oder die Kaliber oder die Motoren, das wird ja alles besser, das geht ja alles dorthin. Man kann es auch ausprobieren. Ja. Nur wenn sich jetzt irgendjemand, der was konstruiert, und zwar von Gartenschläuchen bis Mikrochips über Motoren und Mühlen und was auch immer, der kann sich ja sehr viel Zeit und Geld ersparen, wenn er da vorher schon eine Information hat, nicht? Mhm. Wo es gut funktionieren wird. Aber er kann es auch ausprobieren. Das macht man zum Großteil noch immer. Im Chat eine interessante Beobachtung. Mekka-Entfernung zu Nord- und Südpol im Verhältnis 1,618. Ja. ist mir neu, ich aber nicht bezweifeln. Wir haben jetzt noch circa eine Viertelstunde, das heißt, die Zeit verfliegt. Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf die praktischen Anwendungen eingehen, die es ergeben muss. Zum einen, wie du schon gesagt hast, Optimierungen. Ein anderes Thema, das natürlich im Zusammenhang mit Hartmut Müller und Global Scaling sehr oft fällt, ist GCOM. Ja.